Hey Leute. Hey Leute und willkommen zu dem wahrscheinlich krassesten Video bzw. den krassesten Spiel von mir. Nämlich meiner Silber 3 Promo. Ich war bis jetzt immer nur Silber 4, letzte Season zum Beispiel. Und spiel hauptsächlich halt Midlaner. Und in diesem Game haben wir die Situation, dass ich quasi gegen den Veigar lane muss. Das ist mein Duo-Q-Partner, das ist der liebe Philipp. Ja, und ich habe mich halt klassisch für den Doran's Ring entschieden gegen den Veigar. Letztendlich hat sich herausgestellt, dass der Veigar jetzt nicht so der beste Spieler ist, aber wir werden das ja nochmal sehen dann letztendlich. Also ich glaube, ich bleibe einfach auf mir. Na dann. Wir mal sehen. Ich kann nur das einfach mal aus meiner Sicht zeigen. So. Die helfen ganz normal beim Red Buff. Passiert noch nichts so Spannendes bis jetzt. Ich kann ruhig ein bisschen vorspulen. Da bin ich back. So. Bis jetzt versuche ich hier einfach so gut wie möglich zu farmen. Konnte das jetzt auch mehr oder weniger schaffen. Ja, was? Ja, großartig habe ich jetzt noch nicht gefarmt. Ich kann ja mal kurz vorspulen. Ich dachte halt am Anfang, dass es, dass ich ihn jetzt nicht unbedingt so all-in sollte, sondern eher auf Farm gehen sollte und dann ab Level 6 wollte ich quasi reingehen. Dann fehlt doch das First Blood auf der Top Lane. Guck mir die Szene nochmal an. Weiß gar nicht, warum er da langläuft. Okay, er wollte den Duke-Mate helfen. Die Situation ist sogar ziemlich knapp, aber sie hat Ignite. Das ist ziemlich close. Flash für Flash. Ist in Ordnung. Er kommt wahrscheinlich nicht raus. Ne? Nein, er stirbt. Gut. Ist jetzt nicht so der beste Start. Irelia momentan ziemlich stark. Und gibt ihnen natürlich erstmal ein Early Lead, den sie haben. Ein Early Gold Lead. Dann hat sich jetzt mein Mate kein Tiamat holen können. Er hat halt, wie gesagt, viel zu wenig Farm noch. Und entscheidet sich einfach für die Predator Boots. Jetzt hat der Garen einfach die Irelia Uniwand. Das habe ich nicht ganz verstanden. Na, ich gucke mir das nochmal an. Warte. Okay. Ah, okay, lol, das ist dumm. Okay, nevermind. Währenddessen habe ich hier. Kann ich kurz mal zurückspringen? Währenddessen habe ich hier mal den Veigar getradet an der Stelle. Okay, das ist mir schön die E gemisst. Aber ich konnte wenigstens auch Electric Heat kochen. Finde ich halt nicht schlecht, dass man auch mit Auto-Attacks letztendlich Electrocute blocken kann. So. Ist jetzt nur nicht so spannend. Ich glaube, ich spiele da mal ein bisschen vor. Ist halt pures Gefarm. Ich versuche ihn einfach zu abfarmen letztendlich. Er hat sich die Träne gekauft. Ich gehe back und hole mir mein das Chapter. Genau. Das mache ich ziemlich gerne. Einfach bei 1100 Base gehen. So. Glaube ich. Mal kurz auf. Ich gehe auf All. Botlane, die Situation sieht ziemlich gut aus für die Jinx. Hat schon Early Farm Lead aufgebaut. Die sind, ja, jetzt nicht so in Game.
Im Gegensatz zu der Irelia, die jetzt, glaube ich, noch weiter snowballt. Gut, ich habe mich da wieder unnötig von Weiger Abilities treffen lassen. Das war jetzt nicht so klug. Da versucht der Garen, die Irelia zu traden. Verstehe noch nicht ganz wieso. Ah, genau. Habe ich meine Ult benutzt? Ich setze sie noch ab. Gut. Genau, jetzt wollte ich Botlane gehen. Die sehen das, dass ich Botlane gehe. Ist offensichtlich. Gut, ich gehe langsam runter. Ah. Okay, da habe ich gemerkt, die haben da gewardet. Habe ich das denen auch reingeschrieben in Chat? Der Bullybert. Ach, da war ein Watch, okay. Gut, die haben das da sowieso gesehen. Ach, gut, da habe ich erstmal schön den Viger Cage gesidestepped. Ne? Versuche ihn da auch gewissermaßen zu traden, was ich noch nicht so ganz kann, weil ich einfach das nicht so gut gemacht habe. Hm. Bis jetzt passiert nichts. Okay, gut. Man sieht schon direkt, die haben schon ein bisschen ein Goldlead aufbauen können, obwohl ich zum Beispiel jetzt einen geringfügigen Farmvorteil gegenüber dem Weiger habe. Ja, gut, 15 CS ist jetzt schon nicht schlecht für den Anfang. Da versuche ich einfach mal mit der Ult ihn ein bisschen zu mobben. Habe sein Flash jetzt rausgebaitet. Wollte ich ein bisschen ham gehen. Aber wurde dafür nicht mehr gepunished. Oben kommt jetzt an der Stelle der Shopping Gang. Die Irelia macht einfach scheiße viel Damage. Fertig, Knight. Da kommt der nächste Kill für Irelia. Pinkt er auch direkt rein. So, nun macht der Volibear einen Schritt, der ganz entscheidend ist für das Game. Er nimmt meinem Jungler quasi die Camps. Das ist einfach das, was du machen solltest als Jungler. Wenn der gegnerische Jungle tot ist oder du kannst jetzt zum Beispiel ihm einfach Camps sneaken, währenddessen er auf der Topside ist, dann kannst du zum Beispiel in den Botside Jungle gehen, kannst seine Camps nehmen und somit fällt der Jungle auch mehr und mehr behind. Was wird er sich? Ah, okay. Gut. So. Ei. Okay. Hatte kurz Lags. Tut mir leid an der Stelle. Nimmt er jetzt auch noch den Drum. So. Irelia konnte sich jetzt schon ordentlich Items holen. Vor allem Ninja-Tabis sind ja nicht weg. Vor allem gegen Garen. Gut. Was kann man denn noch sagen? Genau. Mein Jungler versucht hier auch den Viger zu ganken. Ich habe den Volibear natürlich gesehen. Hab ihn versucht noch ein bisschen zu nerven. Hab an der Stelle mein Ult genutzt. Ich gemerkt, dass der Volibear echt viel Damage macht. Das habe ich halt nicht verstanden. Seine Passive, die ist einfach so dumm. Ja gut. Währenddessen nimmt der Feed seinen Lauf. Ja. Mein Jungler fällt behind, mein Toplaner fällt behind. Alles nicht so günstig. Warum auch die Jinx Ult jetzt immer kam, war ein bisschen verwirrend. So. Ich konnte jetzt mir 82 Farm nach 10 Minuten holen. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ich da ein paar CS gemisst habe. Aber es ist besser als jetzt so hart behind zu fallen gegen einen Viger, der eigentlich nur scannen möchte. Ich habe den Viger natürlich auch ziemlich harte Rest dafür, dass er im Early Game zum Beispiel nicht so stark ist oder nachdem er sein Cage benutzt hat, habe ich ihn halt engaged, weil er sonst keine Möglichkeit hat, großartig was gegen mich zu machen. Ich glaube, der stirbt schon wieder. Das ist so dumm. Ah, er kam nicht ran mit seiner Q. Das sollte er nicht machen. So.
wird auch direkt weggepinkt. Frag mich, warum er jetzt noch steht. Okay, er versucht zu fighten. Er hat keine Ult ab. Gut, ich war jetzt Base, hab mich für den Want entschieden und für die Boots, glaube ich. Ah, okay. Ich baue die Boots jetzt aus. Ich weiß nicht, ob ich mir den Blasting One schon geholt habe. Gut, da versucht er sie zu One-E-One. Sie kriegt aber komischerweise keinen Schaden durch die Ult und heilt sich letztendlich durch das Triumph hoch. 7-1. Nicht so geil. Der Moment. Ich bin goldtechnisch schon einen Ticken weit vorne. Ich habe jetzt. Jo. 27 Minions konnte ich mir snacken. Tut mir leid an der Stelle. Ich weiß auch nicht, warum die auftreten. Okay, jetzt geht's wieder. So, Botlane-Situation. Er nimmt wieder die Camps von meinem Jungler. Und dadurch fährt er auch immer weiter behind. Überleg mal, mein Jungler ist Level 6. Er ist schon Level 8. Er chillt jetzt hier. Wartet, glaube ich, noch auf ihn. Um ihn dann einfach abzufangen. Ja, genau. Jetzt geht er zu seinem Red Buff. Wir warten die Situation noch kurz ab. So. Smite ist schon weg. Voll im Gehtchen, Alter. Er kann halt wirklich nichts machen in der Situation. Das ist halt so schade. Ich versuchte schön seine Abilities zu sidesteppen. Er flasht einfach weg. Ich habe jetzt nicht so viel Damage getankt, dass er mich mit der Ult töten könnte. Und ich glaube, ich full engage ihn gleich nochmal. Muss. Ach genau, ich habe gesehen, dass die Irelia kommt. Geh natürlich dann sticken, weit nach hinten. Wollte mich noch kurz ein bisschen hochheilen. Wegen meiner Passiven. Genau. So. Was machen die hier? Momentan, Game sieht nicht so geil aus. Die haben 3000 Gold Lead, 8 Kills mehr. Das ist sehr bitter für uns. Es sieht halt sehr scheiße aus. Wenn man allein das hier mal anguckt, das ist richtig ekelhaft. Okay, da ist der Volibear, das wusste ich nicht. Eine Situation. Tatsächlich tötet mich der Volibear auch öfter, als ich gedacht habe. Kleiner Spoiler an der Stelle. Er nimmt weiter in die Camps, vor allem die Buffs, die ihm richtig viel XP geben. Währenddessen, na, ich gehe kurz zurück. Ist ja langweilig, weil man mein Engage hier nicht sieht. Schön den Cage gesidesteppt. Ja, jetzt engage ich ihn, schön den Charm getroffen. Gut, sein Ult hat jetzt nicht so viel Damage gemacht. Ich habe gleich wieder Q ab und töte ihn damit. So. So, was kann man hierzu sagen, währenddessen ich hier Lex habe? So, Kaiser ist gestorben gegen die Jinx. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann hat sie gewissermaßen ein 2-Kill-Lead, weil, soweit ich mich erinnern kann, waren das so, dass 20 Minions etwa einem Kill entsprechen. Vom Gold her. Ja, okay. Wir bekommen sogar den First Turret, aber Volibear chillt halt immer noch bei den Camps von meinem Kumpel. Man sieht, sein kompletter Jungle ist leer. Und kann auch relativ schlecht jetzt quasi Jungle Pressure aufbauen. Geht jetzt einfach Base. Seine Raptors sind zwar ab, und der war. Ah, da werde ich ziemlich hart gebunden. Ah, Moment, das kann ich nochmal kurz zeigen. Man sieht mich hier. Ich wollte eigentlich dem Garen helfen. Auf einmal kam halt der Volibear. Ich dachte mir so, jo, wenn ich einfach wegrenne. Auf einmal macht er halt so viel Schaden. Hab zwar sein Flash noch rausgekriegt, aber ich bin ja nicht mehr rausgekommen. Letztendlich. Dann kann man ein bisschen vorspringen, bis ich wieder lebe. Ich
kriegen einen Turret. Fighten wieder unnötig. Irelia kriegt noch mehr Kills, wird jetzt 9-1. Lebe ich wieder? Jo. So. Genau, ich pushe jetzt einfach mit meiner Botlane in den Midlane Turret, versuche da einfach gut mitzuwirken. Das habe ich ganz gut gesehen. Okay. Ich glaube, wir holen jetzt auch einfach den Turret. Ne, wir müssen wegrennen. Mach mal eine Long Range Ehe. Auf die Rille habe ich, glaube ich, genau auch trotzdem tot. Ja, das war eine schöne Ehe an der Stelle von der Irelia, die ja gerebootet wurde. Gut, gucken wir uns die Botlane-Situation nochmal an. Okay, sie konnte ein bisschen vom Farm aufholen. Jinx war ja Midlane, um mit mir den Turret ein bisschen zu pressuren. So. Situation bis jetzt. Scheiße. So. Dann, glaub, kann ich kurz vorspulen? Weiß nicht. Hier gibt's gerade nichts zu erzählen. So. Gut. Da konnte ich mir einen Kill holen auf dem Veigar schon wieder. Um auch einfach dem Veigar jetzt langsam auf den Sack zu gehen. Er hat sich einen Rabadons geholt im Early. Ist natürlich eine Möglichkeit als Veigar, aber bringt halt nichts, wenn du keine Spades hittest. Also ist so. Gut, da wurde mein Jungler ziemlich hart gemacht. Again. Sehr schicken Leute. Die kriegen wir weg. Mountain Drake ist es sogar. Das heißt, sie kriegen ziemlich viel Pressure generell auf Objectives. Also wie jetzt ein Harry oder Baron, so wie die Turrets. So. Wie gesagt, der Volibear nimmt weiter in die Camps. Mein Kumpel ist Level 9, er ist Level 12. Und er kann einfach nichts dagegen machen, weil er die ganze Counter Jungle wird. Bei seiner anderen Welt. Beziehungsweise die Irelia sehr viel Pressure auf der Top-Lane hat. So. Ich bin jetzt nicht der beste Kommentator, aber ich hoffe, für euch ist es einigermaßen in Ordnung. Irelia versucht hier auch jetzt auch den Top-Lane-Turret zu nehmen. Schafft sie natürlich, aber nun kommen wir zu viel, um sie ein bisschen zu gangbangen. Ich warte natürlich, drücke eine Kombo rein und Jinx nimmt den Kill. Ist an der Stelle wichtig, da die Jinx schon gut im Game ist und möchtest ja einen Hyper-Carry so schnell wie möglich einfach ins Game bringen, damit er quasi mit dir carryen kann. Zum Beispiel mit mir als Midlaner. Da Toplane und Jungle jetzt nicht so präsent sind. So, sehen wir gerade eine Situation? Okay. Wir wollten eigentlich engagen. Er kann jetzt endlich mal ein Camp nehmen. Ist dann nicht so tiltet wie die ganze Zeit. Ich bin Base gegangen, habe mich für Seekers Armguard und das Buch entschieden, weil ich gemerkt habe, dass der Volibear die Irelia und die Kaiser sehr viel Damage machen. Und dann gehe ich einfach ein bisschen Armor. Ich bin auch in den Runen auf Conditioning gegangen, war das, glaube ich. Dass ich dann noch ein extra Armor Scaling bekomme. Das sind, glaube ich, 5%. Ist jetzt nicht so viel, aber ist halt nicht schlecht, wenn du sie hast. Würdest du auch nicht nein sagen. Genau. Ich versuche hier die Midlane Wave jetzt ein bisschen einzudrücken, damit wir mehr machen können auf der Map. Anscheinend kriegen die Irelia schon wieder. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, sie macht das nicht schlecht. Bis jetzt. Ah, genau. Moment, das zeige ich mal kurz. So.
Wir versuchen den Turret hier zu holen. Weiger flasht, wir holen uns den Turret und gehen dann auf den Weiger. Beziehungsweise ich gehe auf den Weiger und hitte ihn so gut wie möglich an, damit Jinx letztendlich die Ult drauf schießen kann. Hat die Jinx an der Stelle ziemlich gut gespielt. Ich bin nach hinten geflasht in der Hoffnung, ich könnte noch von dem Volibear entkommen, aber der macht jetzt so dummen Schaden. Und die Jinx ist auch noch an der Kaiser gestorben. Unglücklich. An der Stelle. So, ich glaube, jetzt kommt langsam auf die Stelle. Ach nee, die machen da nur nicht Bellen, genau. Ach, da ist der Baron. Okay, gut. So. Garen versucht hier einen Top-Lane-Turret zu holen, damit wir wenigstens ein bisschen Global Pressure bekommen. Schafft es aber an der Stelle nicht. Und ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, wenn ich gerade ein bisschen eingeschränkt bin, was meinen Wortschatz betrifft. Ich nehme das hier gerade noch mitten in der Nacht auf, weil das Game einfach übel sick war. Man sieht hier direkt schon, das Gegnerteam hat ein 4000 Gold vor Lead. Das ist hart, da wiederzukommen, vor allem, wenn das Team so demotiviert ist. Jinx meinte auch, ja, können wir surrendern und so. Da meinte ich, nein, du bist ein Hypercarry, du wirst ja noch besser und sowas. Halt ein bisschen Motivation für meine Teammates. Obwohl sie doppelt so viele Kills haben wie wir. So, also habe ich quasi darauf gesetzt, dass die Jinx und ich letztendlich das Game entscheiden. Da ja Toplane und Jungle nicht so relevant sind in dem Game. Bei uns. Ich versuche, okay, Moment. Ich habe währenddessen versucht, die Irelia mal zu 1v1. Glaube ich, ja, genau. Bin da schön, wir haben eh gesidestepped. Kann sie jetzt gut traden. Schön wieder EME gesidestepped. Davor habe ich mein Ult einfach benutzt. Bin leider nicht mal ganz an sie rangekommen. Und da kommt mein Junge. Ja. Der kommt da angesprintet. Schön mit Predator. Und fast blind hat er sie getroffen. Das war ein richtig sicker Move von ihm. So kommt er auch schön. Also, ich sag jetzt nicht, dass er dadurch wieder zurück ins Game gekommen ist, aber jemand mit 4 Kills zu töten, gibt ja auch mehr Gold. Und deswegen ist es halt nicht schlecht. Ne? Ich hoffe, er stirbt da nicht. Okay, wird er wieder full engaged. Okay, er flasht drüber. Ich glaube, das müsste er überleben. Wird er nochmal gesmited. Welches Glory ist raus? Ich komme da, glaube ich, von da unten helfen. Oder sollte da einfach rausgehen? Genau. Dynami-Ult habe ich auch nicht verstanden. Das war einfach viel zu viel. Wir wollten gar nicht mehr fighten. Ich währenddessen tank schön viel Damage vom Veigar. Veigar hat jetzt auch die Sorcerer's Shoes gebaut. Ich habe mich für das Sonias entschieden. Auch wenn ich jetzt nicht, ja, so schlau mein Sonias benutze. Ach, das Sonias war halt hart geboostet. Muss ich zugeben. Na, Garen schimpft an mich, oder? Das ist bitter. Für die Dings, ich würde es dann schon entscheiden. Kriegt auch den Kill. Wie ist das? Schöner Snipe an der Stelle. So, ich gehe jetzt schnell Base, um mir was zu kaufen, nehme ich an. Entscheide mich, genau, für das Buch. Um jetzt auf das Morelos zu gehen. Das Morelos ist in dem Fall ziemlich gut gegen den Volibear und das Irelia Healing. Ich wurde da einfach ziemlich hart weggeklappt gerade von der Irelia, to be honest. Aber was willst du machen, ne? Wenn du gegen einen 10-4 Top-Lane-Bruiser ran musst.
Das war nicht einfach. Ich kann kurz vorspielen, bis ich wieder lebe. So, was ist während jetzt passiert? Weiger pusht Midlane Wave, unsere Botlane Wave ist eingepusht. Wir fighten auf der Toplane. Das sieht sogar ziemlich gut aus für uns. Mein Duo-Q-Mate holt da noch den nächsten Kill raus. Und die entscheiden sich anscheinend für den Mountain Drake. Für den nächsten. Wir müssen jetzt ja nur einen, oder? Eigentlich müsste das Mountain Drake jetzt sein. Ja, gut. Wir warten, glaube ich, noch auf den Volibear. Wir gucken uns hier irgendwie die Situation an. Kumpel hat da ein bisschen hart kassiert. Okay, Garen ist ja auch ein bisschen zu lieb. Einfach rausgehen wäre jetzt so das Beste, würde ich sagen. Leute, ich möchte dazu sagen, ne, ich bin nicht der beste Spieler. Ich habe auch meine Macken und spiele jetzt Kacke ab und zu. Ist ja einfach so. Sonst sehe ich die Monster. Gut, können wir relativ wenig gegen machen. Mein Jungler ist immer noch ziemlich behind. Mit dem 2-Level. Jetzt versucht er auch langsam seine Camps wieder zu clearen. Schöne Brand-Ult an der Stelle. Das tat bestimmt weh. Er hat jetzt nicht. Er hat nur dieses. Er hat kaum Magic Pen, das verstehe ich hier nicht. Also, ich würde als Brand ziemlich schnell entweder die Maske gehen oder halt sowas wie Morellonomicon, damit ich den ADC ziemlich hart abfacken kann. Das, was ein Brand im Normalfall auch tut, wenn er pokt. So, ich habe die Toplane Wave gepusht und hole jetzt den Toplane Turret. Damit wir ein bisschen mehr Global Pressure kriegen. Ich gehe währenddessen am Base, weil der Volibear dann auch kam. Ich hatte das Pech, dass er ein bisschen zu schnell war. Ich hatte noch 2 Sekunden, dann wurde ich abgeworfen. Ich fand das ein bisschen schade. Ich konnte wieder relativ wenig machen. Werde da auch durch die Red Buff Autotext geslowt. Unlucky. Naja. Hier. Wollten wir surrendern. Beziehungsweise die Jinx hat surrendert. Dachte sie, oh, Game is over. Ich meine, die haben jetzt ein 5k Gold Lead. Sagen wir es mal so. Und Warwick kann endlich wieder so ein Duke-Mate kann. Endlich wieder Jungle Camps nehmen. Ist nicht schlecht. Okay, wir entscheiden uns. Die entscheiden sich für den Baron. Werden die noch einfach machen? Mein Jungler hat in dem Moment mich gefragt, ob die wirklich Baron machen. In der Sekunde haben sie Baron gemacht. Oh, die haben Baron. So etwa was alles abzahlen. War schon ziemlich lustig. Hab dann einfach gesagt, yo, Guys, wir müssen hier um unsere Turrets stehen. Weil die haben ziemlich viel Pressure. Das macht mein Team. Sie versuchen natürlich die Irelia zu fighten, damit wenigstens einer schon mal weniger ist, der keinen Red Buff mehr hat. Der kassiert auch ziemlich hart die Nami. Aber die Irelia stirbt. Genauso wie wir den AFK Volibear getötet haben, das kann ich kurz nochmal zeigen. Da stand da einfach AFK. Und ich hatte letztendlich auch im Chat dann noch geschrieben, aber wenn man so hart behind ist, versucht man natürlich jede Möglichkeit zu finden, um wieder zurück ins Game zu kommen. Ist immer noch 5000 Gold Unterschied zwischen uns und zwischen den beiden Teams. Und das Gute ist, dass die Jinx jetzt auch gut im Game ist. Jo. Sie hat guten Farm. Yes. Sie hat den Most Farm im Game. Kills sind da. Aber sollte jetzt aufpassen, dass sie jetzt nicht zu Ham geht. Gut, Kaiser. Split Push Botlane. Ich Split Push Toplane.
Mich hält doch niemand davon ab. Push einfach weiter die Wave. Garen geht runter zu Kaiser. Kaiser wird trotzdem den Turret kriegen. Ich gehe anscheinend Base, weil ich dachte, dass irgendwer jetzt kommt und versucht mich zu finden. So, währenddessen wird der Garen ziemlich hart von der Kaiser gemacht. Ah, genau. Bei der Situation habe ich mich gefragt, wo die Kaiserin ist. Und dann habe ich vergessen, dass sie ja den Baron Backport hatte. War ein bisschen verwirrend in dem Moment. Dort versucht Oliver reinzugehen. Ich versuche da zu helfen. Hab natürlich. Habe ich schon einen Rhinos? Ja, genau. Ich habe einen Umbralon Omicron. Kann damit sein Heal ein bisschen reducen, seine Passive. Und wir kriegen ihn auch noch. So, jetzt versuchen wir Mitte runter E-Sport hier zu machen. Wo, jetzt, wo der Volibear tot ist, können wir natürlich mehr Pressure aufbauen. Da versucht mein Mate zu diven. Hat er letztendlich eingesehen, dass das nicht so die hellste Idee war. Okay, Kaiser ist geflasht. Ja, ich sterbe jetzt auch, wegen der Irelia. Die mich dann einfach wegklappt. Ja, konnte ich nichts machen. Okay, der Weiger hat den Kill bekommen. So, mein Team zieht sich zurück. Richtige Entscheidung. Und wahrscheinlich noch das Camp. Heilt sich schön hoch. Gut. Irgendwer müsste dann langsam mal zur Top-Lane-Wave hochgehen. Und diese annehmen. Währenddessen versuchen die Midlane einfach zu holen. Ich hoffe einfach, dass sie das nicht finishen. Aber es sieht sehr schlecht aus für uns. Nami ist da drauf gegangen. Nami ist ziemlich wichtig für unseren Disengage. Gut, Jinx wird da ziemlich hart gerade gepickt von der Irelia. So. Wir kriegen es anscheinend doch noch gedacht und ich dachte mir, yo, es wäre jetzt eine gute Idee, vielleicht reinzugehen. Da wird mein Kumpel abgehalten. Jinx kriegt einen guten Sniper mit ihrer Ult. Ich nehme einfach einen Ticken der Wave mit, um ein bisschen mehr Gold zu kriegen. Ich gehe jetzt mit dem Blessing Wand auch langsam zu meinem Voidstaff, damit ich bessere Chancen gegen die Irelia und den Volibear habe. Der macht den nächsten Drake. Und jetzt beginnt quasi auch der spannende Teil des Spiels. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Wir holen uns hier die Krabbe. Ist jetzt nicht so was Entscheidendes. Kann da ruhig ein bisschen vorspulen. Da passiert jetzt nicht so viel. Ich versuche Mitte zu pushen. Genau. Weiger ist jetzt auch in Defeat. Das ist die Irelia. Genau. Jinx pinkt hier nochmal, dass wir einfach die beiden Turrets hier defen sollten. Ich hole mir die Potion, damit ich nochmal verstärkt bin im Teamfight. Ich war mir nicht sicher, wen ich zuerst fokussen sollte. Ich habe zuerst nachgedacht, ob ich einfach reingehen sollte und irgendwie im Veigar oder dem Brand einfach charme. Aber ich bin dann doch nicht so ganz rangekommen. Habe ich mal versucht hier mit meiner E zu wirken. Man sieht hier den Volibear Engage. Ich zeige euch gleich nochmal den Teamfight. Kleinen Moment bitte. So. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Man sieht, der Volibear engaged jetzt. Ich habe auch keinen Bock mehr zu warten. Dann geht die Irelia rein.
Ich versuche sie ziemlich gut zu kiten, habe noch meinen Charme aufgeworfen. Versuche immer schön in Distanz zu bleiben. Wir kriegen den ersten Kill, wir kriegen den zweiten Kill. Und Jinx geht natürlich weiter. Jinx versucht natürlich ihre Passive weiter auszunutzen. Ich gehe auf den Veigar, Elsoniast. Ich töte. Ja, okay, er flasht weg. Und dann töten wir ihn. Genau. Da war das Ace. Das war unser Punkt, wo wir das Comeback des Todes hatten. Ich gebe zu, die Aktion danach war jetzt nicht so die beste. Aber ich kann da mal ruhig vorspielen. Unsere Idee war jetzt einfach, den Nash anzufangen. Moment. Aber leider nur zu zweit, weil ja mein Warwick tot war. Man sieht schon den Jungler und die Aurelia ankommen. Ist jetzt ein bisschen kritisch, die Situation. So. Aurelia ist da. Baron 4000 Leben. Und Jungler ist aber noch nicht da. Er geht rein. Ich versuche einfach den Bodyball zu fokussen, dass er nicht smiten kann. Wir holen uns den Nash. Ich gehe nochmal rein. Gucke, ob ich vielleicht noch mehr kriegen könnte. Versuche dann noch den Brand zu KS'en. Dass ich vielleicht den Kill auf ihm noch kriege. Ich brauche noch ein bisschen Gold. Deswegen nehme ich noch die Mini-Wave an. So. Genau. Jetzt dürfte ich auch mein Holster farmen. Genau. So. Jetzt müssten wir einfach das Game beenden. Das ist ja so der Plan, den du dann mit dem Baron hast. Quasi. Oh shit. Okay. So, jetzt geht's wieder. Versuchen da anscheinend die Irelia zu catchen, obwohl ich eigentlich Midlane pushen wollte. Weil Midlane ja quasi die freeste Lane ist. Gibt's zwar nicht, aber sagen wir die beste Lane, um das Game zu gewinnen. Genau. Weil der Tier 2 Tower schon down ist. Warwick versucht hier gegen 3 anscheinend ein bisschen was zu reißen. So. Überzahl-Situation auf der Top-Lane. Jinx versucht hier schon mal gut gegenzuwirken. Nami Ult kommt raus. Das sieht aus nach einem Dive. Garen geht rein. Ist mit der E drinne. Jinx Autotech schön die Irelia und kriegt den Kill. Ich versuche da hochzugehen und vielleicht die Kaiser noch zu holen. Weiß gar nicht, ob ich sie noch hole. Okay, da war der Volibear. Dachte ich mir so, na, ist nicht so safe. Gehe ich dann doch lieber raus. Hab dann zwar meine Ult gewastet, aber hab sie natürlich in 40 Sekunden wieder ab. Dachte mir, komm, check ich meinem Jungler noch meinen Red Buff. Nimmt er natürlich gerne und werden natürlich jetzt auch Toplane fighten. Er nimmt sich den ersten Kill auf dem Brand, geht dann schön auf Kaiser. Ich versuche natürlich den Veigar zu töten mit meinem Charme, der sitzt. Veigar Sonias ist Boss. Und wir haben sie wieder geaced. Das war auch das Game. Das war das krasseste Comeback, glaube ich, was ich hatte in meinem Game. Das war meine Probe, deswegen bin ich jetzt auf Silber 3 letztendlich. Bin mega happy. Und hoffe einfach, dass euch das Commentary gefallen hat. Wenn ja, dann könnt ihr einfach einen Daumen da lassen. Okay. Und wenn ihr gern mehr Videos von mir sehen möchtet, ne, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann.